Hallo und herzlich willkommen hier zur dritten und letzten Folge NXT TakeOver Wargames. Ein Match ist noch ausständig, das wir jetzt gleich spielen werden, und zwar das NXT Title Match zwischen Samoa Joe und Walter, der ja aktuell noch Champion ist seit dem SummerSlam. Mal schauen, ob es hier zum Titelwechsel kommen wird. Wir werden das Ganze jetzt mit Walter spielen, nur ein Match in dieser Folge, das heißt wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge. Das Wargames Match, das haben wir ja gestern schon gespielt, die Folge verlinke ich euch dann am Ende nochmal, falls ihr das Match noch nicht gesehen habt. War echt ein nices Match und jetzt hoffen wir natürlich auch nochmal auf einen richtig guten Main Event hier zwischen den beiden hier. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt rein mit Walter. Wie gesagt, spielen wir das. Let's go. Der Herausforderer kommt hier natürlich als erstes heraus. Samoa Joe hat ein Number One Contenders Match gewonnen gegen Braun Strowman und Drew McIntyre. Dort hat er sich schon gegen die zwei durchgesetzt. Und jetzt, ja, kann man ihm dann auf jeden Fall zutrauen, dass er hier auch Walter schlägt. Wir werden das Ganze aber, wie gesagt, mit Walter spielen. Und sollte Samoa Joe verlieren, dann ist er hier auch raus aus dem Universe-Modus. Aktuell steht er ja bei WWE auch nicht im Ring. Und von dem her würde ich ihn dann hier auch rausnehmen, wenn er hier verliert. Sonst ist er natürlich Champion. Und den aktuellen Champion, den werden wir jetzt gleich sehen. Walter hat beim SummerSlam den Titel von, ich glaube, Daniel Bryan müsste es gewesen sein, gewonnen. Und ja, der ist ja auch schon raus mittlerweile aus dem Universe-Modus. Wenn er hier verliert, weiß ich noch nicht, ob er dann im Universe-Modus weiterhin bleibt. Aber ich denke mal, wir werden uns hier doch ja den Sieg holen und hoffentlich verteidigen. Gehen wir direkt rein in dieses NXT-Title-Match. Nur ein Match, wie gesagt, in dieser Folge. Und damit geht's los hier. So, das Match wurde angeläutet. One Fall, das heißt ja, ein Pin, ein ganz normales One-on-One-Match hier bei diesem Wargames Pay-Per-View, wo wir doch einige verschiedene Stipulations hatten. In der letzten Folge auch noch ein Steel Cage Match, in der ersten Folge ein TLC Ladder Match und so weiter. Und ja, jetzt ein ganz normales One-on-One-Match hier als Main Event um den NXT-Titel. Und wir starten hier direkt mit einer Clothesline rein. 4 Sterne wird hier die Voraussetzung sein. Nein, eigentlich müssten es 5 Sterne sein. Das mache ich ja eigentlich immer so, dass der Main Event ein 5-Sterne-Match sein muss. Hier links oben natürlich die Sternebewertung, das heißt 5 Sterne, hier die Voraussetzung und damit rein in dieses Match hier. Wir warten auf den Move ab und let's go. Jetzt wird das Match hier unterbrochen von der Undisputed Era. Plötzlich habe ich gar nichts gemacht und da ist Adam Cole mit seinem Money in der Bankkoffer. Den habe ich schon ganz vergessen. Ich habe hier wirklich nichts eingestellt. Das war hier plötzlich ganz automatisch. Ich habe hier wirklich nichts eingestellt gehabt. Bei anderen Cash-Ins habe ich ja das vorher schon eingestellt gehabt. Aber ich muss ehrlich sagen, in dem Fall habe ich hier einfach gar nichts gemacht. Und plötzlich casht hier einfach Adam Cole ein. Da kommen wir aber nicht mehr raus, das gibt's doch nicht. Und Adam Cole, der mit neuer NXT Champion. Ich war da jetzt selbst gerade völlig geschockt, dass der hier auf einmal eincasht. Und dann komme ich da gar nicht mehr raus hier aus dem Pin. Und damit ist Adam Cole neuer NXT Champion hier. Ich habe gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr dran gedacht gehabt, dass der noch den Money in der Bankkoffer hat. Und ich habe wirklich nichts eingestellt gehabt. Das war ein ganz zufälliger Cash-In hier. Mitten im Match, das ging gar nicht lange, 5 Minuten oder so. Ich weiß gar nicht, was ich euch da jetzt ins Match reinschneiden kann, weil ich habe gar nicht viel gesagt, weil normalerweise fange ich erst so wirklich zum Reden an, wenn ja so langsam der erste Signature und so am Start ist. Und ja, das war gerade so circa an der Phase, wo eben gerade gleich der erste Signature am Start war. Und genau davor casht dann plötzlich hier der Adam Cole ein. Plötzlich kommt hier das Film von der Undisputed Era. Und dann habe ich zuerst gar nicht dran gedacht. Ich dachte mir, was ist das jetzt hier im Titelmatch? Macht eigentlich wenig Sinn. Die Undisputed Era hat ja in der letzten Folge noch das Wargames Match verloren mit Adam Cole. Der hat ja auch dieses Match verloren. Und dann auf einmal kommt hier Adam Cole und dann ja, wird mir plötzlich bewusst, der hat ja noch den Money in den Bankkoffer. Und dann casht er hier einfach ein. Mit dem Finisher, Samoa Joe hängt irgendwo noch in den Seilen. Und nachdem er dann eben reinkam und direkt seinen Finisher machte, habe ich mir kurzzeitig auch gedacht, ja, sollte ich halt auf Adam Cole jetzt rüberwechseln und mit ihm dieses Match spielen. Und dann lief gleichzeitig auch noch der Pin und da habe ich mich dann irgendwie gar nicht mehr darauf konzentrieren können und bin deshalb auch gar nicht mehr rausgekommen aus diesem Kickout, der ja schon so klein eigentlich gar nicht war. So, da hätte man auf jeden Fall rauskommen können. Aber wie gesagt, ich war da überhaupt nicht mehr konzentriert dann auf den Pin, weil ich selbst ganz überrascht war, dass plötzlich hier einfach, ja, zufällig dieser Cash-In kommt. Wie gesagt, ich habe das vorher nicht eingestellt gehabt und deshalb war ich umso überraschter eben und der hat mich dann gar nicht so auf den Kickout irgendwie konzentriert und dann ist das hier vorbei. Ja, es war dann leider kein schöner Main Event natürlich, ja, aber gut, dafür war es eine absolute Überraschung. Ja, gerne eure Meinung in die Kommentare dazu jetzt, also mit dem hätte ich überhaupt nicht gerechnet
Und ja, neuer NXT Champion. Ich denke, wir können echt gespannt sein auf die kommende NXT-Folge dort. Imperium hat natürlich das Wargames-Match gewonnen. Hier setzt sich dann aber wiederum ja Adam Cole gegen Walter durch. Also ja, vielleicht gibt es doch nochmal ein finales Match in dieser Feder, wobei eigentlich ja das Wargames-Match der Abschluss hätte sein sollen zwischen Imperium und der Undisputed. Ja, aber jetzt gibt es hier doch nochmal einen Titelwechsel zwischen den beiden ja, Teams hier. Und ja, schauen wir einfach mal auf die NXT-Folge. Da können wir gespannt sein. Jetzt gibt es dann 2 Tage Pause. Das heißt, das Highlight-Video von diesem NXT Takeover kommt dann wahrscheinlich am Mittwoch und am Freitag dann wahrscheinlich Raw, am Sonntag dann NXT, so irgendwie werde ich das, denke ich, machen. Für FIFA kommt, denke ich, auch ein Video, wo ihr Teams für die Trainerkarriere dann vorschlagen könnt. Ja, also es kommt auf jeden Fall einiges in der kommenden Woche, denke ich mal, 2 Tage Pause jetzt aber erstmal. Und ja, das war dann eine ziemlich kurze Folge, aber was soll ich machen hier? Einfach der Cash in der Finisher und direkt der Pin und das war's dann. Und ja, damit war's das auch von dieser Folge hier. Ich würde mich trotzdem über ein Like oder ein Abo freuen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne eure Meinung in die Kommentare und wie ihr das fandet und ob ihr überhaupt noch im Hinterkopf hattet, ob eben Adam Cole noch diesen Money in the Bank Koffer hatte. Und ja, ob ihr genauso überrascht wart. Und ja, das war's dann von hier. Damit bis zum nächsten Mal. Wieder schauen und reingehauen.